Willkommen zu Tutorial Nummer 5. Heute erzähle ich euch was über Schleifen. Und wie in fast jeder Programmiersprache gibt es auch in C# drei Schleifen, und zwar die For, die While und die Until-Schleife. Ich fange mal mit der For-Schleife an und werde euch daran erstmal erklären, wie so eine Schleife überhaupt funktioniert. Ich schreibe einfach mal eine Standard-For-Schleife hin und werde sie danach erklären. Ja, also eine Schleife beginnt man immer mit dem Präfix und dann der hier for ist für die For-Schleife. Danach beginnt, zumindest bei der For-Schleife ist es so, gibt man ihr eine Laufzahl, einfach eine normale Variable deklarieren, am besten eine Zahl, das ist am einfachsten. Dann die Bedingung, jetzt ist es Video mit den boolischen Ausdrücken gedacht gewesen. Und dann ein, ich sage mal, Befehl, der ausgeführt werden soll, sobald die Schleife hier unten das Ende erreicht hat. Und das läuft so lange, wie dieses hier true ist. Also, im ersten Schleifendurchlauf, i ist gleich 1, i ist kleiner 9, stimmt. Also wird alles gemacht, was in diesen eckigen Klammern dazwischen steht. Dann kommt das Programm an diesem Punkt an, macht hier weiter. Plus plus i, das heißt i plus 1. Ist auch nur eine Kurzschreibweise. Ich könnte jetzt auch i ist gleich i plus 1 schreiben, aber das ist nicht üblich. Deswegen bleibe ich bei plus plus i. Man kann auch i plus plus schreiben, das ist relativ wurscht und erstmal nicht von Bedeutung. So, dann kommt das Programm hier an, erhöht i um 1, das heißt i ist gleich 1. 1 ist gleich kleiner als 9, stimmt, wird das Ganze nochmal ausgeführt. Um das Ganze mal ein bisschen zu demonstrieren, gebe ich jetzt einfach mal was aus. Write line. Das ist eine Zeile. Am Ende des console.read, damit wir auch lesen können, was da steht. Jetzt habe ich hier 9-mal stehen, das ist eine Zeile. Das ist jetzt nicht sehr eindrucksvoll, man kann das Ganze auch noch ein bisschen verändern. Statt, das ist eine Zeile, das ist Zeile, Doppelpunkt und dann i, damit man auch wirklich sieht, dass sich was verändert. Das ist Zeile 0, 1 und so weiter. Wenn man jetzt möchte, dass man bei 1 anfängt, muss man einfach ein plus 1 machen, weil Zeile 0, naja. Und jetzt fängt das Programm an, Zeile, oh, Fehler. Jetzt habe ich nämlich zuerst i hingeschrieben und dann als String nochmal verkettet eine 1 dran gehängt. Also, mit Klammern. Und schon geht's. Der Computer kennt nämlich auch die Klammer vor allem anderen Regeln. Und deswegen macht er zuerst i plus 1 und dann, das ist eine Zeile, also den String plus das Ergebnis, was aus dieser Klammer herauskommt. Das war's zur For-Schleife. Und das gleiche mache ich jetzt mit der While-Schleife. Im Gegensatz zur For-Schleife ist die While-Schleife allerdings so ausgerichtet, dass sie nur eine Prüfung braucht und der Rest kann dann innerhalb des Codes stehen. Das ist mehr oder weniger eine Endlosschleife. Wenn ich jetzt schreiben würde True, würde sich das Programm an diesem Punkt aufhängen, weil es würde immer diesen leeren Codeblock ausführen und der Compiler sagt auch schon, unerreichbarer Code wurde entdeckt.
weil Chu halt immer wach ist und deswegen würde er nie aus dieser Schleife rauskommen. Wenn man da jetzt noch einen Rechenoperator oder so reinsetzt, dauert es auch nicht lange, dann hat man einen Bluescreen und das ist nicht nett. Deswegen mache ich das gleiche wie in der Vorschleife. Ich deklariere mir eine Abbruchbedingung. Es können auch ganz andere Bedingungen sein. Ich mache das jetzt aber wieder so. Und genau wie gerade, write line, das ist die While-Schleife. Und i plus 1 und ausgeben. Jetzt würde aber die Schleife trotzdem endlos weiterlaufen und es würde ganz oft da stehen, dass es Zeile 1 ist. Deswegen muss ich jetzt noch hier unten i erhöhen und dann gibt es das jetzt genau das gleiche aus wie die Vorschleife. Wann man welche Schleife benutzt, das muss man von der Situation erkennen. Das ist, kommt drauf an, was man machen will. Und zu guter Letzt die Until-Schleife oder die Do-Until-Schleife. Ach, gar nicht, die heißt hier ja Do-While. Und die funktioniert genauso wie die While-Schleife, nur dass zuerst der Code ausgeführt wird und dann die Abbruchbedingung geprüft wird. Sprich, alles, was ihr. Jetzt bin ich mir mit der Syntax gerade nicht so. Genau. So muss das aussehen. Geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, dann das While, dann die Bedingung und dann noch ein Semikolon. Und auch hier das gleiche. Int i ist gleich 0. Dann ein Konsole.WriteLine. Du Until i plus 1, Klammer zu, plus plus i. Und jetzt sollte eigentlich von 1 bis 10 geschrieben werden, denn es wird zuerst geschrieben und dann geprüft. Wenn ich mich nicht vertan habe. Nein, natürlich nicht. Man erhöht ja direkt im ersten Schleifendurchgang schon, deswegen auch nur 1 bis 9. Ja, so viel zu den Schleifen. Das war's. Ciao.